Wunderschönen guten Tag, liebe Klau! Oh Gott, was machst du denn hier? Guten Morgen, Herrn Genital. Was machst du denn hier? Ich dachte, du hättest die Klasse geschafft. Man sollte den Tag nicht vor dem Elternabend loben. Aber was sagst du? Na, beim Elternabend hat mein Vater sich dafür eingesetzt, dass ich die dritte Klasse noch ein viertes Mal wiederhole. Also haben sie mich noch ein Jahr mehr. Kleinen Moment mal bitte. Beruhig dich, Willi, beruhig dich. Das ist alles nur ein Albtraum. Du gehst jetzt da raus und dann ist sie wieder weg, okay? Los geht's. Hallo. Oh Gott! Gut, die erste Stunde nach den Ferien und wie ich sehe, siehst du gesund und munter aus. Leider. Mir geht's supi-dupi, Herrn Genital. Meine Sommerferien waren fast perfekt. Aha, und wieso nur fast? Naja, ich habe mir das Auto von Torge geliehen und damit bin ich dann zum Videoday gefahren. Und da habe ich eine kleine Schramme reingemacht. Und dir ist nichts passiert? Nein, gar nichts. Schade. Ja. Sonst war aber alles richtig geil. Ich war sogar mit Sascha im Autokino. Wow, Glückwunsch. Danke. Naja, ich habe ihn halt aus Versehen angefahren und dann klebte er vorne an der Windschutzscheibe und dann bin ich ins Kino gefahren und ist halt automatisch ins Autokino mitgekommen. Was? Oh Gott, ist ihm was passiert? Die Ärzte sagen, er hat Glück gehabt. Hätte ich ihn nur 60 Zentimeter weiter rechts getroffen, hätte er sich sein linkes Ohr gebrochen und dann wäre er nicht mehr zu retten gewesen. Du hast sicherlich irgendwas falsch verstanden, Sandra. Okay, wir sollten anfangen. Unser neues Thema im Schuljahr ist Kurzgedichte. Oh. Was ist los, Sandra? Mir ist gerade eingefallen, dass ich meinen Hamster seit 3 Wochen nicht gefüttert habe. Oh je. Yeah. Naja, Schicksal. Okay, was war das Thema? Kurzgedichte. Oh. Was oh, los? Oh. Hast du auch noch vergessen, deinen Goldfisch zu füttern, oder was? Woher wissen Sie das? Sandra, kannst du mir vielleicht ein Beispiel nennen für irgendein Kurzgedicht? Kennst du eins vielleicht? Ja klar, pass auf! Sag mal Tomate. Tomate. Dein Pimmel kann Karate. Was? Hätte ich die gefragt, die hätten niemals Tomate gesagt. Ich gebe dir ein Beispiel, okay? Hör zu. Deine Seele... Ein Land aus Honig und Milch. Sorry, aber sorry, okay, nochmal jetzt, ich bin Concentration jetzt, okay. Deine Seele, ein Land aus Honig und Milch. Ohne Fluss und ohne Meer, doch alles fließt in dir. Offen das Land, mit Blattgold beschlagen, nackt und verwundbar. Sandra. Was hat dieses Gedicht in dir ausgelöst? Boah, ey! Sandra, was hat dieses Gedicht mit dir gemacht? Ja, ich hab Bock auf Milch und Honig, aber sonst, ich weiß nicht, irgendwie... Okay, Sandra. Du hast jetzt genau 1 Minute Zeit, ein kurzes, aber bitte schönes und poetisches... was ist jetzt? Die haben Po gesagt! Sandra! Sorry! Okay, also 1 Minute Zeit für ein kurzes, aber schönes Gedicht oder ein Reim. Los geht's! Okay, also 1 Minute. Okay, also sagen wir, in der Schule braucht man Kreide, Sascha klebt immer noch an der Windschutzscheibe. Das ist doch gut. Herr Genital findet das aber bestimmt nicht so geil. Wer hat den goldenen Play-Button bekommen beim Videoday? Es war Torge. Reimt sich zwar nicht, aber Torge hatte seinen Special Moment in diesem Video. Ja, oh, danke Sandra, vielen Dank, das ist wirklich so. Ja, kein Problem, ey. Mach ich auch gerne. Und stopp! Was? Und stopp! Ach so, okay. Ja, dann lass mal hören, Sandra, ich bin gespannt. Wenn alles schläft, nur einer spricht, nennt man dies den Unterricht. Das ist gar nicht schlecht, Sandra, aber der Inhalt gefällt mir nicht! Okay, ich denke, wir sollten dann den Unterricht an dieser Stelle auch beenden. Sie sehen auch echt nicht gesund aus gerade. Geh bitte. Geh und komm nie wieder. Okay. Hier.
Spieglein, Spieglein im Regal, die Schule ist mir scheißegal. Verpiss dich! Welches Fach haben wir denn jetzt? Mathe. Oh! Ich weiß, das ist nicht so deine Stärke, aber ich denke, Sandra, was machst du da? Das ist meine Art, Ihnen zu zeigen, dass Mathe ein Arschloch ist. Also bitte. Und Chemie ist ein kleiner Bruder. Sandra, ich habe extra ganz, ganz einfache Aufgaben.